Diamato gilt ja als Schrecken der Weltmeere bei World of Warships, kann man so sagen. Und damit herzlich willkommen mit der Yamato. Aber obwohl sie gar nicht so lange das letzte Mal gezeigt wurde, das habe ich hier eine Runde bekommen, da konnte ich einfach nicht drum rum. Also dementsprechend schauen wir mal, was der David mit der Yamato so reißen kann. Und natürlich ist er nicht happy, dass in seinem Team auch noch in einem Zug zwei rosa spielende oder rosa gekleidete Teamkiller sind, dann auch noch in einem Trollplatoon, weil die Fuso mit Tier 6 braucht nicht mit einem Tier 8 zusammenarbeiten. Naja, natürlich wäre ich da auch nicht ganz glücklich, aber vielleicht ist es halt einfach mal so, dass sie sehr viel Pech gehabt haben und das Spiel noch nicht kannten. Und jetzt schauen wir mal, was hier so zu reißen ist und zu holen ist. Da hinten jetzt schon die ersten Gegner, die jetzt auch gleich beschießbar sein werden. Und damit gehen die ersten Schüsse raus und jetzt geht's gefühlt auch erst richtig los. Denn sobald man die ersten Schüsse im Spiel sieht, da weiß man, okay, jetzt könnte es dann gleich spannend werden. Kutuzov natürlich sehr weit weg, also über 20 Kilometer, das ist schon eine Hausnummer. Die fahren auch alle weg, also er kann jetzt nicht wirklich auf was drauf, da die Yamato jetzt vielleicht, er folgt den Schüssen, aber da hat er ein bisschen zu weit vorgehalten. Da hat er die von der Geschwindigkeit her etwas überschätzt. Und jetzt mit dem nächsten Schuss wird er schon nicht mehr draufkommen, weil die ist jetzt hinterhalb der Insel. Aber die Atago, die ist jetzt mit 17 Kilometer deutlich näher dran an ihm. Und die beiden Kanonen vorne sind natürlich prädestiniert, die Atago ordentlich zu begrüßen. Und jetzt dreht sie auch noch rein. Au, 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 ob sich dieses Manöver der Atago jetzt da nicht rächt, das weiß ich natürlich nicht. Schau mal. Ah, Glück gehabt. 1480 Schaden lediglich, also das war noch sehr überschaubar. So, und jetzt hier die Schüsse auf ihn von der Seite. Und auch wenn die gefühlt sehr überschaubar sind, aber er hat schon 10.000 Hitpoints weniger als zu Beginn der Runde und gefühlt ist noch gar nicht so viel passiert. Also man sieht, die gegnerische Atago, die gegnerische Yamato, die hat schon ein Auge für ihn. Aber vielleicht bekommt jetzt die Amagi mal wenigstens eine Antwort. Aber jetzt hat er da. Nein, er schießt jetzt in die Insel. Zumindest mit den vorderen. Mal schauen, ob die hinteren dann wenigstens ankommen. Ah, ins Wasser. Schade, schade. Also die Runde beginnt noch nicht nach Maß, muss man ganz klar sagen. Und jetzt bekommt er auch noch Besuch von Flugzeugen. Gott sei Dank bekommt er die nicht ab, sondern hier in Anführungszeichen sein Zerstörer. Mit Anführungszeichen meine ich natürlich, dass er sie nicht abbekommt. Auch ärgerlich, dass die Kagero welche abbekommt, aber irgendjemand muss es ja treffen. So, die Kutuzov vielleicht ja jetzt endlich mal den ersten schönen Treffer, aber auch hier 1480, auch da wieder einfach nicht der zwingende Schaden, den man haben will. Und jetzt die Amagi. Aber auch da hat er wieder das Problem der Insel. Aber so wie es aussieht, dürften die Schüsse dahinter fliegen. Das machen sie auch. Und jetzt müsst ihr euch senken und ihr müsst jetzt mal den Damage anbringen. Da macht er die erste Zitadelle. 14.000 Schaden. So soll es sein. So will man das.
Na, da bekommen wir einiges ab. Brennt hier auch. Und die Kutuzov, die fährt jetzt hier aufs Land auf. Das ist die Möglichkeit, aber mal richtig für Schaden zu sorgen. Jetzt muss man aufpassen, Torpedos im Wasser. Das heißt, am besten abbremsen, das macht er auch. Und hier zwei Zitadellen. Das tut mal weh von der Yamato, aber das rächt sich halt sofort. Wenn man aufs Land auffährt, geht es ganz schnell ganz doof zu Ende. Und jetzt hat die Kutuzov sogar noch das Glück, dass sie hier den Rauch gespendet bekommt, dass also hier zu ist. Hier den nächsten auf die Amagi. Ganz knapp an der Insel vorbei. Und nochmal 11.000 Schaden. Also der hat sich gelohnt. Definitiv. Oh, da die Lecks sinken. Das ist natürlich ein Ziel. Das nimmt man mit der Yamato sehr gerne aufs Kreuz. Und da fliegen jetzt alle Schüsse Richtung Lecks sinken. Und das könnte gleich mal richtig doof ausgehen für die. Eine Zitadelle, 26.000 Schaden. Ja, nochmal so ein Ding. Und dann war es das schon für die Lecks sinken. Die Lecks sinken merkt jetzt natürlich auch, scheiße, das war jetzt irgendwie gar nicht so cool, dass ich da so weit vorne bin. Und man sieht es am Rauch, die hat jetzt mal aber sowas von den Rückwärtsgang eingelegt. Interessiert die Yamato hier natürlich so gar nicht. Das heißt, jetzt gehen die nächsten Grüße raus Richtung Lexington. Und hier nochmal 20.000 Schaden. Und man sieht auch mal die Sekundären, wie weit die feuern. Auch das ist wahnsinnig einfach. 10 Kilometer, kein Problem. So, jetzt brennt er. Die Sekundären sind alle in der Luft. Jetzt will er erstmal einmal die Kutuzov weghaben. Jetzt brennt er dreimal. Jetzt muss er aber definitiv gleich löschen. Weil das ist ein sehr unangenehmer Brand. Und auch noch Torpedos. Also jetzt bekommt er alles ab. Der Kreuzer ist zwar zerstört, aber jetzt repariert und geheilt. Ich denke aber mal, jetzt wird die Lexington gleich die Quittung für dieses Machwerk bekommen. Weil das hat ihn nochmal einiges gekostet. Das wird er sich nicht so gefallen lassen. Und da will er sogar noch genießen, wie er die Lexington wegholt. Aber er kriegt sie nicht. Da bleibt die Lexington immer noch am Leben. Mit dem Heckrohr vielleicht nochmal. Ist immer noch in Rückwärtsbewegung. Und jetzt die Mogami. Wäre natürlich ein schöner Doppelschlag zeitlich. Erstmal die Lexington. Die ist zerstört. Und die Mogami vielleicht auch. Die Mogami auch. Perfekt. Das war ein wunderschöner Doppelschlag. So soll das. Jetzt, obwohl es gerade natürlich gut für sein Team ausgeschaut hat von der Amagi, merkt er jetzt, hoppala, da kommt die Yamato. Einzige Glück für ihn, dass er da noch die Yamato im Hintergrund hat, die auch noch rappellvoll ist. Also das ist natürlich das, was ihn gerade noch in die Karten spielt. Aber Amagi dreht jetzt seitlich rein. Das ist ein großer Fehler, großer Fehler. Da sehe ich jetzt hier schon ganz klar die Zerstörung. Und das war zu erwarten. So reindrehen darf man dann da definitiv nicht. Da drüben jetzt eine Fletcher, die jetzt hier mit Torpedos arbeiten will. Da sagt er, dem braucht er Hilfe und die bekommt er auch sofort, die Fletcher, raus aus dem Spiel. Vielen Dank, wird hier gemorst. Also da hat er die Manieren, ganz klar. So, und jetzt auf die gegnerische Amagi. Yamato, Entschuldigung. Ich war noch so von dem Move der Amagi geflasht, dass ich jetzt überall die Amagi sehe. Und hier gleich auch ein 11.000er Hit. Und er macht es ihm hier nicht so leicht, obwohl der Schaden auch nicht schlecht war.
Ja, der war nicht genug. Da muss mehr kommen. Er hat laute Abpraller gerade gehabt. Perfekt, besser geht's nicht. Und jetzt dreht die Yamato rein. Das kann natürlich jetzt auch schon wieder ein schöner Hit werden. Die kommen perfekt, schauen super aus von der Flugkurve. Und zwei Zitadellen, 35.000 Schaden. Alter Verwalter, das tut weh. Ticketsmäßig liegen sie vorne, nehmen auch gerade. Nee, der B-Cap wird gerade eingenommen. So ist es richtig. Wir sehen aber nicht, wer den einnimmt. Der Konzentration ist definitiv immer noch auf der gegnerischen Yamato. Aber sie haben noch ein Schiff mehr. Das ist schon mal ganz klar positiv. Aktuell 188.000 Schaden. Meine Güte. Jetzt hat der Gegner den B-Punkt eingenommen. Und jetzt werden die dann nach Tickets auch gleich führen, wenn da nicht jetzt die nächste Zerstörung bald passiert. So, und jetzt 11 Kilometer, das ist eine Distanz und wirklich auch perfekt Breitseite. Also, da denke ich, da wird er jetzt die Yamato direkt wegmachen. Schüsse kommen fast zu weit nach vorne. Ja, zwar 14.000 Schaden, aber gefühlt hätte da noch mehr kommen können, aber jetzt ist er auch schon weg. Da war es das für die Yamato. Die Tirpitz da in 22 Kilometer Entfernung. Und was ist denn das? Die Shimakaze. Die kann natürlich auch noch nerven mit den Torpedos, weil das sind ja doch einige, die dann da immer ins Wasser gelassen werden. Der Schuss auf die Tirpitz, das wäre natürlich grandios, wenn der jetzt auch noch trifft. Aber es sieht so aus, als ob hier doch nochmal 6.000. Den hätte ich ehrlicherweise nicht im Ziel gesehen. So, die Tirpitz schießt hier, fährt aber auch perfekt breit zu ihm. Also, so als ob er sagen will, triff mich doch bitte mal an der Zitadelle, da habe ich richtig Lust drauf. Und ja. Da merkt man 10.000 Damage und hier kommt die Shimakaze. Die muss jetzt weg, aber Gott sei Dank, die Torpedos sieht man schön im Wasser, gehen Richtung Fuso. Also er hat hier erstmal noch kein Problem damit. Treffen tut er da nix. Er könnte jetzt wirklich gut gebrauchen, dass der Flugzeugträger ihn hier unterstützt. Und das scoutet jetzt da die nächsten Torpedos und die tun weh. Shimakaze-Torpedos sind kein Zuckerschlecken. 18.000, ja, da sieht man, die sind einfach sehr, sehr unangenehm. Aber jetzt kann er wenigstens da mal kontern und nimmt sie raus, perfekt, und lässt damit auch die Krake frei. Und die ist mehr als verdient, diese Krake. 228.000 Schaden. Vielleicht kriegt er ja noch die Tirpitz. Möglich wäre alles. Zuzutrauen ist ihm hier definitiv alles in dieser Runde. So wie er hier aufräumt. Alles möglich. Am Ende der Runde hat er auch übrigens 133.000 Schaden erhalten. Also, wenn ihr seht, unten links eigentlich 97.000, merkt man, hat clever da geheilt und repariert. Super gemacht. So, jetzt
kommt er bald in die Möglichkeit, auf die Tirpitz zu schießen, wobei die Tirpitz hier immer weniger Hitpoints hat, aber vielleicht schafft das ja noch. Die Kagero, die schießt auf jeden Fall auch fleißig drauf. Die sind nicht weit auseinander, die beiden Jungs. Kagero legt er die Torpedos ins Wasser, aber jetzt in ein paar Sekunden schafft er es hier selber wieder einzugreifen und hier auf die Tirpitz zu schießen. Also wir schauen uns das in Ruhe an. Ich sag schon mal vielen Dank, bis bald und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Abo ist immer gern gesehen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.